Ja, hallo, mein Name ist Stefan Becker-Sippel, kurz genannt Besi. Und ich bin aus dem Hause Zemmeli Baumaschinen und bin da angestellt als Einsatztechniker und zertifizierter Kletterfeller-Instruktor in der PNT, in der Projekt- und Einsatztechnik. Ja, ich habe heute das Vergnügen, euch hier den Nachfolger von unserer 918M, nämlich die 920, vorzustellen. Und ja, würde in diesem Zuge dann direkt mit euch auch mal eine sogenannte Walk-Around-Inspection machen, sprich eine tägliche Abfahrtskontrolle, und würde euch nebenbei mal so die Neuigkeiten an unserer Maschine vorstellen. Da würde ich sagen, wir legen jetzt mal los mit unserer Walk-Around-Inspection. Ich denke mal, da ist ganz wichtig bei, dass man sich an das System angewöhnt. Und das startet im Knickbereich. Und jetzt geht's los. Also, man sollte dann ruhig mal den Kopf hier reinstecken, gucken, ob wir irgendwelche Leckagen haben, ob hier alles in Ordnung ist. Wir haben hier den Vorratsbehälter für unsere Scheibenwischwaschanlage. Des Weiteren haben wir hier verschiedene Schmierpunkte, wie zum Beispiel hier für Hubgerüst, für Hubzylinder. Wir haben an der Kardanwelle Schmiernippel. Wir haben hier im Knickbereich Schmiernippel. Bitte täglich abschmieren. Aber wir kommen später nochmal zu einem Abschmierplan und da zeige ich euch im Detail nochmal die Serviceintervalle. Hier sieht soweit alles ganz gut aus. Aufstiege, alles noch in Ordnung. Wir gehen mal weiter. Wir haben hier oben unseren äußeren Kabinenfilter. Dann ganz wichtig, bitte auch die Reifen kontrollieren. Hier sehen wir jetzt eine optionale Ausrüstung, nämlich unsere 20.5 R25 Reifen. Normal ist die Maschine, die 920, ja mit der 17.5er Bereifung. Die Bereifung hier hat ganz einfach den Vorteil, ich habe wirklich eine bessere Traktion. Ich habe automatisch natürlich auch ein bisschen mehr Gewicht. Und was ich wirklich positiv finde hierbei, wir haben gegenüber dem 17.5er Reifen haben wir eine 8 cm höhere Ausschütthöhe. Einfach weil wir einen größeren Reifen haben. Na, was gucke ich alles beim Reifen? A, gucke ich, ob irgendwas in der Lauffläche drin steckt. Des Weiteren immer nach der Flanke gucken, ob ich irgendwo Risse habe, sonst irgendwas. Dann bitte immer hier Felgenschloss gucken, ob das vernünftig sitzt. Und bitte jeden Tag, und ganz besonders wichtig, wenn ihr mal einen Reifen wechseln musstet, weil ihr einen Plattfuß habt oder irgendwas, bitte kontrolliert die Radbolzen. Da würde ich sagen, wir gehen mal einen Schritt weiter. Da fangen wir hier mal an. Ganz kurz, bevor ich jetzt aufmache, wir können hier sehen, wir haben eine Highlift. Und aus diesem Grund hängt auch hier unser 280 Kilo Zusatzkontergewicht. Bei der Highlift ist es Standard. Wir können aber auch unsere Standardmaschinen, können wir auch nachträglich mit unserem zusätzlichen Kontergewicht ausrüsten. Dann machen wir jetzt hier mal auf. Hier sehen wir unseren Batteriehauptschalter. Betriebs- und Wartungshandbuch sagt, bitte abends, wenn man die Maschine abstellt, Batteriehauptschalter ausschalten. Übers Wochenende sowieso. Ist jetzt eingeschaltet. So, und schon machen wir den Deckel mal hoch. Und jetzt haben wir hier einen wunderschönen Blick auf unseren neuen Motor. Das ist nämlich der 3.6, sprich 3,6 Liter Hubraum. Der Motor leistet 122 PS. Was wir hier oben sehen, das ist zum Beispiel unsere passive Abgasregenerierung. Ist jetzt seit der neuen Serie auch mit einem DPF, sprich mit einem Dieselpartikelfilter ausgerüstet. Passiv aus dem Grund, weil der Fahrer, der braucht sich da um nichts kümmern. Der muss da nichts aktivieren, der muss da auf nichts Rücksicht nehmen. Das macht die Maschine einfach so, wie es ihr gerade passt und wie sie denkt, es ist an der Zeit, regeneriert er sich. Was ich hier sehr schön finde, ist, wir haben hier drei Wartungsleuchten drin. Wird man jetzt am helllichten Tag nicht so toll sehen, aber ich verspreche euch, wenn es dunkel ist, seid ihr froh, dass ihr solche Leuchten habt. Was müssten wir hier alles kontrollieren? Fangen wir mal hier unten an mit den ganz einfachen Sachen. Wir haben hier den Motorölpeilstab. Wenn ihr den rauszieht, bitte abputzen. Noch einmal rein und dann bitte haltet ihn nicht so, weil dann passt der Ölstand garantiert irgendwann. Bitte rausziehen, waagerecht halten, kontrollieren und bei Bedarf wird dann hier über unseren Einfüllstutzen Motoröl nachgefüllt. Dann haben wir hier unseren Kraftstofffilter mit Schmutz- und Wasserabscheider. Wenn da Wasserschmutz drin sein sollte, kriegen wir eine Meldung oben in der Kabine. Ich habe mir eigentlich angewöhnt, immer dann, wenn ich die Haube hier aufmache, ich gehe mal eben hin, ich gucke mal eben rein, weil man sieht, im Schauglas kann man wirklich gut erkennen, Wasserschmutz ist alles schwerer wie Dieselkraftstoff. Heißt, setzt sich unten im Schauglas ab und das dauert 2-3 Sekunden, hat man das kontrolliert. Wir sehen hier oben unseren Luftfilter. Der hat jetzt einen Zyklon vorne drauf.
Und ja, der Zyklon, der Prospekt sagt, über 90% der Grobstaubpartikel werden in diesem Zyklon schon vorab gesondert. Das heißt, es kommt nur noch wenig Schmutz tatsächlich im Luftfilter an. Das heißt, so wie es früher gewesen ist, dass wir ein-, zweimal die Woche den Luftfilter ausgeblasen haben, das fällt jetzt weg. Wir blasen den tatsächlich nur noch dann aus, wenn wir eine Meldung oben in der Kabine kriegen. Und bitte tut mir einen Gefallen, wenn ihr den ausblast. Bitte erst gucken, hat mein Kompressor, mit dem ich da arbeiten will, hat er einen Wasser- und einen Ölabscheider, dass da wirklich nur trockene Luft rauskommt. Und bitte niemals höher wie 2 Bar ausblasen. Wenn ihr der Meinung seid, viel hilft viel und ihr blast damit 8, 9, 10 Bar, verspreche ich euch, ihr zerstört den Luftfilter und dann könnt ihr auch direkt in den Container schmeißen. Also bitte maximal 2 Bar. Und nur, wenn die Aufforderung im Display kommt. Generell guckt man beim Motor immer, ist alles dicht. Man guckt auch hier bei den ganzen Anbauteilen, wie Lichtmaschine, wie Anlasser, ob das alles gut aussieht. Es ist alles schick hier drin. Beim Lüfterrad sieht alles gut aus. Alles schick. Ich würde sagen, hier können wir zumachen, hier können wir weitergehen. Kurzer Tipp am Rande. Ich rede aus Erfahrung. Wenn ihr den Deckel runter macht, bitte nicht hier hinstellen und so runterziehen. Ihr haut den euch aufs Hirn. Bitte stellt euch hier ein bisschen an die Seite, packt hier an, zieht ihn runter. Dann sind wir auch schon am Heck angekommen. Machen wir hier mal unser Kühlerpaket auf. Ich denke, ist auch eine schöne Sache, wenn hier Gräser drin hängen, sonst irgendwas. Man kann wirklich mal schön ausblasen. Optional gibt es hier auch einen Umkehrlüfter für. Wir haben hier unten einen Piepser für die Rückfahrwarteinrichtung sitzen. Hier oben sitzt unsere Rückfahrkamera. Tut euch selber einen Gefallen und kommt nicht mit euren fettigen, öligen Handschuhen an und macht es sauber. Nehmt eben ein Tempo, hat man meistens mal in der Hand, eben drüber, einfach um eine Linse nicht zu zerkratzen. Und denke mal, die Kamera wird es euch danken. Siehst du, jetzt habe ich ganz vergessen, wir können das natürlich auch noch arretieren. Nicht, dass wenn der Wind geht und uns unsere Klappe hier hinten den Helm vom Kopf haut. Hinten sieht soweit auch alles gut aus. Keine Beschädigung. Unsere Rückraumbeleuchtung, Bremslichter, scheint alles intakt zu sein. Würde ich sagen, wir gehen einen Schritt weiter. So, jetzt haben wir hier als erstes unseren Kraftstoff-Einfüllstutzen. Gucken wir uns jetzt gleich mal ein bisschen mehr an, da habe ich euch ein bisschen was zu erzählen. So, und jetzt hier nochmal zurück zu unserem Kraftstofftank. Der hat jetzt ein Fassungsvermögen von 165 Litern. Das heißt, in Verbindung mit einem sparsameren Motor, den wir jetzt hier drin haben, plus Eco-Mode, den wir zuschalten können, und automatische Motorabschaltung, die wirklich in jeder unserer Maschinen installiert ist, die halt über die IT freigeschaltet werden muss, aber das ist alles kein Problem, können wir wirklich unseren Kraftstoffverbrauch deutlich senken und ich muss natürlich dementsprechend weniger an die Box fahren zum Tanken. Was haben wir sonst noch alles hier drin? Und wie wir sehen, auch hier wieder Motorraumbeleuchtung. Und dann sehen wir hier oben noch den Vorratsbehälter für unser Motorkühlmittel. Ist auch genug drin. Wir haben hier den Hydrauliköltank sitzen. Wenn wir nachfüllen müssen, bitte hier an diesem orangenen Deckel. Ich denke mal, sind wir so weit hinten durch. Einfüllstutzen für Hydrauliköltank, den hatten wir bereits. Sonst sieht hier alles gut aus. Ist alles dicht, alles trocken. Würde ich sagen, gehen wir weiter und schauen uns den Rest noch an. Da gehen wir auch schon weiter. Hier haben wir noch das Schauglas fürs Hydrauliköl. Man sieht, kann ich auch kontrollieren, ohne dass ich Deckel aufmache. Und was ich euch aber wirklich noch ans Herz legen will, ist dieser Schmierplan hier. Ihr müsst jetzt jedes Mal das Betriebs- und Wartungshandbuch rausholen, wenn ihr wissen wollt, wann welche Wartung fertig ist. Das ist hier wirklich ganz hervorragend gemacht. Wir haben hier 3 Ringe um unseren Radlader drumherum. Der innere Ring ist all das, was ich täglich oder alle 10 Betriebsstunden machen sollte, sprich mehr oder weniger täglich. Der zweite Rand ist, was ich alle 250 und der dritte alle 500 Betriebsstunden. So, wenn wir jetzt hier mal genau hingucken, sämtliche Abschmierpunkte läuft alles in unserem inneren Kreis, sprich täglich abschmieren die Maschine. Was haben wir denn alles zu schmieren? Wie gesagt, hier Knickbereich. Hier haben wir wieder noch Schmiernippel. Vorne Arbeitsausrüstung, kommen wir gleich noch zu. Also wirklich hier nachzulesen, wie oft welche Wartungsarbeiten. Was auch eine feine Sache ist, wir haben auch auf der rechten Maschinenseite einen Aufstieg. Wir haben hier eine zweite Tür an unserer Kabine. Das heißt, zur Not kann ich hier ein- bzw. aussteigen
Und hier haben wir unseren Sicherungskasten untergebracht. Hier die Relais, da die Sicherung. Und hier kriegt man wirklich sehr schön erklärt, welche Sicherung, welches System. Ich muss nicht alles einzeln rausziehen, sondern wirklich genau gucken, aha, Scheibenmischer geht nicht, ist die und die Sicherung und schon geht's weiter. Staubfrei, trocken, gesichert da oben drin. Sind wir hier auch schon wieder durch. Dann haben wir hier unseren AdBlue-Tank. Fassungsvermögen 19 Liter. Und sollte AdBlue dem Ende entgegengehen, wir haben oben eine Anzeige im Display drin. Das heißt, ihr werdet früh genug gewarnt. Und wenn es ganz eng wird, geht sogar noch ein Kontrollleuchte an, dass ihr immer informiert seid, was ihr noch an AdBlue-Vorrat habt. Dann des Weiteren, bitte hier unten das Getriebeschauglas nicht vergessen. Müsst euch ab und zu schon mal ein bisschen bücken. Und wenn wir hier Füllstand so mit dem Schauglas haben, passt perfekt, alles schick. Und da wir einmal hier unten sind, gucken wir natürlich auch hier, ist hier alles dicht, sieht alles gut aus. Im Klickbereich, ich hatte es eben auf der anderen Seite schon erwähnt, alles was sich bewegt, hat auch einen Schmiernippel. Bitte vergesst das nicht. Alles was sich bewegt, hat einen Schmiernippel. Hier haben wir wieder noch einen. Dann haben wir hier oben, der ist ein bisschen versteckt und wird deswegen ganz gerne schon mal vergessen. Der hängt hier hinter unserer Scheinwerferhalterung. Wenn wir hier vorne stehen, sehen wir besser. Das ist unser Hubgerüstsensor. Also der informiert wirklich das Hydrauliksystem, in welcher Position befindet sich mein Hubgerüst. Benötigen wir für die Hubendausschaltung bzw. für die Hubabsenkausschaltung. Im Vorbeigehen gucke ich eben wieder nach meinem Rad. Ich gucke wieder nach meinen Radmuttern. Ich gucke nach den Beschädigungen. Schon bin ich hier vorne am Hubgerüst angelangt. Und wo ich jetzt gerade einmal hier stehe, mir so auf das Hubgerüst angucke, bitte vergesst nicht, hier unseren Schaufelbolzen abzuschmieren. Wir haben hinten den Schmiernippel, wir haben hier einen, wir haben da einen und wir haben hier unten den Bolzen auch nochmal einen. Wie gesagt, alles was sich bewegt, hat irgendwo einen Schmiernippel. Jetzt, wo ich gerade einmal hier stehe, gucke ich hier oben schön in unsere LED-Scheinwerfer rein. Die sind optional, aber ich finde die richtig klasse. Die machen auch die dunkelste Nacht taghell. Nochmal ganz kurz zu unseren Hydraulikzylindern, wo wir sie gerade schon einmal im Gespräch hatten. Die haben alle eine Endlagendämpfung. Heißt, ist eine feine Geschichte, wenn ich die Schaufel schließe, wenn ich das Hubgerüst an Anschlag fahre, die fahren nicht bis es wirklich knallt, sondern die werden auf den letzten Zentimetern werden die ein bisschen abgebremst. Das ist besser oder ist gut für unsere Zylinder an sich. Das ist gut fürs Hubgerüst und das ist sogar gut für meinen Rücken, weil diese Schläge, wie wir sie früher hatten, die übertragen sich bis oben in den Fahrersitz. Dann haben wir hier vorne noch einen Sensor sitzen. Das ist der Grabwinkelsensor für unsere Schaufel, weil wir können ja oben in der Kabine auch elektronisch den Grabwinkel unserer Schaufel bestimmen. Und ja, dafür brauchen wir halt diesen Sensor. Wollen wir da hier unten nochmal hingucken? Da haben wir hier unten 1, 2, 3 Schmiernippel. Und das sind wirklich ganz wichtige. Warum? Weil die sind wirklich im Schmutzbereich hier vorne. Und bitte schmier die regelmäßig. Wenn die erstmal anfangen zu quietschen, dann ist es zu spät. Dann müssen neu ausgepuxt werden und so weiter und so fort. Kostet Zeit, kostet Geld, wollen wir alle nicht haben. Bitte alle 10 Stunden bzw. einmal täglich abgeschmiert. Jetzt sind wir gerade einmal hier vorne. Wir sehen, wir haben hier jetzt einen Schnellwechsler dran. Egal, ob der Kunde einen Schnellwechsler mitkauft oder nicht. Die Schnellwechsler-Hydraulik ist erst einmal da. Wir haben einen dritten Steuerkreis, ist serienmäßig bei unseren Radladern in der Größenklasse verbaut. Deswegen, man muss sich nicht überlegen, bestelle ich jetzt direkt einen Schnellwechsler mit, kann man alles im Nachgang noch machen. Und ja, Verrohrung, alles ist da und denke mal, das ist schon mal ein ganz großes Plus. Jetzt haben wir hier vorne alles abgeschmiert und bitte, während ihr abschmiert, guckt mal nach, haben wir irgendwelche Beschädigungen hier vorne an unseren Hydraulikschläuchen. Guckt mal nach, ob unten irgendwo Risse im Hubgerüst bzw. in unserem Schnellwechsler oder im Schaufelrücken sind. Je nachdem, wie so eine Maschine belastet ist, das sind wirklich Punkte, wo man genauer hingucken sollte. Auch wenn Dreck dran ist, könnt ihr mir glauben, da wo eine Schweißnaht gerissen ist, der Schlamm wird trocken, der platzt ab und das ist, wenn man genau hinguckt, immer eigentlich ganz gut zu erkennen. Hier vorne können wir uns halt auch verabschieden. Ich denke mal, hier sind wir soweit fertig. Da gucken wir uns die Schaufel in sich noch mal an, ob wir vielleicht irgendwo ein paar Risse in der Aufnahme erkennen, sonst irgendwas.
sieht alles schick aus. Unser Überlaufschutz ist noch okay. Ja, und dann gucken wir hier vorne. Auch hier generell erstmal gucken, sind unsere Bleche irgendwo durchgearbeitet, sieht alles schick aus. Wäre ja schlimm, ist neue Schaufel. Dann bitte Schneidmesser kontrollieren. Täglich, weil je nachdem, was man für Material hat, die nutzen sie schnell ab. Und bitte wechselt die Schneidmesser, bevor das Fleisch von der Schaufel angegriffen ist. Kontrolliert regelmäßig, ob all eure Schrauben noch drin sind. Und ja, das sieht alles ganz gut aus. Und dann gehen wir schon wieder ein Stück weiter. Gehen wir um die Schaufel drumherum. Wir gucken jetzt auch hier von der Seite nochmal, ob wir irgendwo Risse, irgendetwas erkennen können. Sieht alles gut aus. Ich kann keine Beschädigung feststellen. Jetzt zum Schluss noch hier nochmal zwei Schmiernippel. Wir haben hier nochmal vier Schmiernippel. Bitte vergesst sie nicht. Die sind hier ein bisschen geschützt eingebaut. Die sind einmal für die hinteren Enden unserer Lenkzylinder und die anderen zwei sind für unsere Pendelachse hinten. Ich denke mal, ich konnte euch jetzt rüberbringen, dass wir wirklich eine sehr wartungsfreundliche Maschine haben. Wir haben alle Wartungspunkte vom Boden wunderbar aus zu erreichen. Und ich denke mal, wenn ihr der Maschine jeden Tag irgendwo 5-10 Minuten investiert, ich denke mal, dann werdet ihr an der Maschine wirklich sehr viel Spaß haben. Ihr habt hier eine sehr leistungsstarke Maschine, eine sehr sparsame Maschine, wartungsfreundliche Maschine. Da bleibt mir eigentlich nur noch, euch viel Spaß mit unserer neuen 920 zu wünschen. Und in diesem Sinne, ich wünsche euch was, verabschiede mich. Bis die Tage. Grüße, euer Besi.